Hallo und herzlich willkommen wieder bei MIB Barbecue. Heute machen wir was Cooles, und zwar machen wir heute Rippchen. 11 Freunde sollt ihr sein. Also, bleibt dran, bis gleich. Ja, hier sind schon alle Zutaten, also viel mehr muss es nicht sein. Wir haben hier wunderschöne Kotelettrippchen ohne Kette, heißt es so schön. Also hier der Teil, wo die Knorpel sind, das hat der gute Metzger mir entfernt. Oh, er hat mir auch schon die Silberhaut abgemacht, damit das heute, ich sag mal, faule Mädchenrippen werden, ja. Wir kriegen heute noch ein bisschen Besuch. 11 Kollegen liegen hier. Das Ganze möchte ich gleich rubben hier mit Magic Dust. Dann kommen die auf den UDS mit dem tollen Rippchenhalter von Ikea. Hier die Deckelhalter, ne? Kennt ja schon fast jeder. Dann werden sie nachher noch gedämpft. Glasieren werde ich sie mit einer Kirsch-Cola-Soße. Und zwar haben wir hier einfach ein bisschen Kirschmarmelade, eine Cola, ein bisschen Ketchup aufkochen. Können wir nachher schön einpinseln, um sie nachher schön zu glasieren. Die Dämpfphase machen wir auch mit einer Cola. Werden nachher schon verteilt auf 2 oder 3 Schälchen. Müssen wir mal gucken, wie es am besten passt. Und das Ganze knallen wir dann in den UDS. Ich würde sagen, die Kohlen sind gleich schon mal durch. Dann können wir den UDS schon mal anschmeißen. Der Master Blaster kommt auch wieder an den Start. Und ich fange an, die Rippchen einzurubben. Ich werde sie jetzt diesmal nicht schon Stunden vorher oder einen Tag vorher einrubben und würzen. Ich habe das mit ein paar anderen Grillern mal besprochen. Die sagten, Mensch, das bringt nicht viel. Das zieht eh nicht großartig ein. Mach es kurz vorher drauf, schmeiß die Dinger drauf und fertig. Und genau das machen wir jetzt. Also, ich räume jetzt hier ein bisschen auf und dann können wir anfangen, die Dinger zu rubben. Also, bis gleich. So, neue Schale, neues Glück. Fangen wir mal mit Nummer 1 an. Erst mit der Unterseite. So, schön ein bisschen einreiben. Ach komm, legen wir den zweiten gleich dabei. Und den dritten auch. Zack. So. Erst die eine Seite. Schön ein bisschen verreiben. So. Kanten auch. Einmal umdrehen. Zack. Zack. Und die Oberseite. Ja, kommt sogar ein bisschen Wind. Nicht, dass alles wegfliegt. Ja, so. Dadurch, dass sie über Nacht im Kühlschrank waren, sind sie ein bisschen feucht. Dann klebt der Rub auch ganz gut dran. Dann könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Dort nehme ich mal den Klassiker, einfach Magic Dust drauf. Und fertig. Okay, wie es geht, habt ihr jetzt gesehen. Ich mache die anderen eben alle fertig und seid ihr gleich wieder dabei. Bis gleich. 1:37 später. So, und schon sind die Kollegen fertig hier. Schön eingerubbt hier. Prima. So, die Kohlen müssen jetzt gleich auch gut sein. Können wir den UDS in Gang schmeißen. Zum Räuchern nehme ich heute Kirschholz. Von unserer eigenen Ernte sozusagen. Schon jetzt 3 Jahre alt. Das werden wir als Chunks nehmen. Und ja, wenn wir nachher bestücken den UDS, dann nehme ich euch wieder dazu. Bis gleich. So, die Kohlen sind gestartet. Der UDS läuft jetzt auch an. Der Master Blaster ist schon am Pusten. Man sieht da schon so ein bisschen Rauch. Erste Ebene habe ich reingelegt. Der Rippchenhalter ist auch drin. Und dann würde ich sagen, stellen wir die Biester mal rein hier. So, ne? Bleiben sie schön stehen mit dem Ding. Das ist schon ganz gut. Und so haben wir auch ein bisschen Abstand, sodass auch der Rauch überall dran kommen kann. So, dann haben wir die dicke Seite nach unten. Dann werden sie besser stehen. Aber den drehe ich nochmal um. So. Zack. Zack. So. Einen noch. So. Kann man ein bisschen enger machen. Nicht so rumlabbern. So, ich glaube, so wird's schon.
innen drehen. Weil durch den Schutzschild innen drin kommt dann die Wärme außen ein bisschen heißer rüber. Dann können wir die nächste Schicht einhängen. Nächste Roste, den nochmal rausnehmen. Eben drauf, so. Ja, reicht. So. Der nächste Halter. So. Bisschen entgegengesetzt. So. Eins. So, Nummer 11. Zack, mal ein bisschen kleiner machen. So. Ich würde sagen, so lassen wir es jetzt mal drin. Handschuh aus. Fingerchen sauber machen. So, und dadurch, dass das ein bisschen höher ist, müssen wir auch einen anderen Deckel nehmen. Schön ist bei diesem Fässchen, da passt auch der Deckel vom Kugelgrill wunderbar drauf. Also einmal den Fühler durch für die Steuerung. Zack. So, dann nehmen wir den mal hier so hinten hin. Hier so rein. Mittig. Oh, der ist zu nah am Fleisch. Machen wir den hier hin. So. Da kommt er hin. Zack. Hier können wir es ein bisschen kleiner machen. Ja, so, das war's. Jetzt würde ich sagen, 3 Stunden warten und dann holen wir die Vista wieder raus. Also bis gleich. 3 Stunden später. So, Freunde, die 3 Stunden Räucherphase sind gleich rum. Wir können ja mal einen Blick riskieren. Das sieht doch schon super aus. Jawohl. Ja. Deckel noch mal schließen. Ich bereite jetzt schon mal den Tisch wieder vor. Ich werde jetzt die Temperatur von dem Master Blaster auf 140 erhöhen, weil wir gleich dämpfen wollen. Und dann baue ich die Kamera gleich um und dann sehen wir uns gleich am Tisch wieder. So, dann machen wir die Rips mal runter. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 4. Oh. Hier rüber. Der ist ein bisschen dicker. So. Nummer 5. Erste Lage. So. Dann nehmen wir Cola, kippen das unten rein, setzen 0,33. So, prima. So, damit wir die Alufolie nicht direkt drauf haben, habe ich mir von dem Butcher Paper einfach Streifen abgeschnitten. Ich habe den noch mal geteilt. Dann habe ich jetzt hier eine Alufolie, so eine Gastro-Alufolie, die ist natürlich etwas breiter. Und die können wir jetzt schön drüber machen. Zack. Und einschlagen. Ja, noch ein bisschen. Und abschneiden.
packen wir das schön luftig ein. Richtig dicht andrücken auch, damit auch kein Dampf rauskommt. Und diese Gastro-Alufolie ist auch etwas dicker, also die reißt euch nicht kaputt. So, das war Nummer 1. So, das mache ich mit dem zweiten jetzt auch und dann schmeißen wir die wieder drauf. Also bis gleich. Irgendwann später. Ja, solange die Rips am Dämpfen sind, können wir die Zeit nutzen und machen eine schnelle Glaze, eine Kirschglaze. Dafür habe ich hier etwas Sauerkirschmarmelade, eine Cola, bisschen Ketchup, mehr braucht es nicht. Also Kochfeld starten. Zack. Cola auf. Erstmal einen Schluck rein. Sollte erstmal reichen. Können wir immer noch nachmachen. Und dann nehmen wir noch einen ordentlichen Schluck von unserer Marmelade. Ach, wie Sauerei. So. Zack. Schön kirschlastig werden. Machen wir ordentlich was drin. So. Okay. Und das lassen wir erstmal jetzt ein bisschen aufkochen und ein bisschen reduzieren. So, das ist jetzt hier schon ordentlich am Blubbern. Aber jetzt wollen wir es noch ein bisschen pürieren, weil die Kirschstückchen, die kann man schlecht mit dem Pinsel draufstreichen. Deswegen werden wir das erstmal ein bisschen klein machen. Das könnte jetzt ein bisschen laut werden. So, mal gucken. Die Stückchen ein bisschen kleiner sind schon. Oh, noch ein bisschen. So. Das sollte reichen. Zack. Mal durchrühren. Jawohl. Können wir erstmal einen Schwung Ketchup reinmachen. Und das Ganze ein bisschen andicken. Ja, mal ein Löffelchen gucken. Ja, ich glaube, jetzt können wir es noch ein bisschen reduzieren. Und dann sollte das schon reichen. Füllen wir gleich was in eine Schüssel ab, dass wir schön bepinseln können. Und der Rest dient dann als Soße. Also bis gleich. Eine Ewigkeit später. So Freunde, runtergeholt habe ich sie jetzt. Wollen wir mal reingucken, ob sie schön weich geworden sind hier. So. Boah. Voll die Dampfschwaden hier. Perfekt. So, schauen wir mal. Also sie sehen auf jeden Fall sehr weich aus. Lass uns mal überraschen. Ja, hoffentlich kriegen wir so heile runter. Ja, wir machen sie jetzt auch mal auf den großen Grill. Ist mal was anderes. Also, ich baue jetzt gleich um, nehme ich euch wieder mit. Bis gleich. So, und den letzten auch noch eben gläsen. Also sie sehen schon ganz gut aus, muss man ja sagen. Muss nur ein bisschen Geduld haben, dann wird es auch was. So. Erstaunlich, dass die paar Kohlen noch so eine Hitze machen. Ja. Aber ich hätte sie im UDS nicht mehr reingekriegt. Die wären mir alle auseinandergefallen. Bin ja mal gespannt. Die erste Runde habe ich ja schon wieder reingestellt. Wir hoffen, dass wir die unfallfrei wieder rauskriegen. Aber ich befürchte Schlimmes. Naja, gut. So. Aber das sieht schon ganz gut aus.
Gläs reicht auch, wunderbar. Und noch ein bisschen in die Ecke. Ja. Zack. Deckel zu. Und ein paar Minütchen noch. Bis gleich. So, fertig ist. Machen wir mal einen runter hier. Nehmen wir mal die Schieber. So. Zack. Das sieht doch schon nicht schlecht aus. Wir sagen, wir schneiden es jetzt mal durch. Falls wir es dann durchschneiden müssen. Aber ich befürchte, es ist weich. Oh je. Hier, Knöchelchen. Tada. Knöchelchen. Rausziehen. Wenn es nicht so heiß wäre. So. Also ihr seht, es ist schön weich. Ich mache mir hier so eine Ecke raus. So. Wir haben noch von der Ecke eine Kirschsoße. Machen wir jetzt auch noch mal was drauf. So. So. Und dann würde ich sagen, Mahlzeit. Das ist mit der Soße ist das super lecker. Also, ich würde sagen, wir essen jetzt. Bis später. So, Freunde, die Bande ist jetzt am Futtern. Die vier sind noch da. Mal gucken, ob wir die noch alle kriegen. Wenn nicht, essen wir die morgen. Kein Problem. Oder wir machen morgen nochmal ein McRib mit richtiger Rib und nicht nur mit gehacktes. Aber ich zeige euch jetzt nochmal das Endergebnis. Und zwar, schaut euch das mal an. Ist das nicht klasse? Schöne Rippe mit der Kirschsoße. Wir haben noch Süßkartoffeln und normale Kartoffeln im Backofen gemacht. Ein bisschen Salat, ein bisschen was fürs Gewissen muss ja auch sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt was Nettes unten in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Tut auch gar nicht weh. Vor allem kriegt ihr dann immer mit, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ein neues Video da ist. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, macht's gut. Euer Oliver von MAB Barbecue. Ciao.